Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, wir sind hier noch in der Pokéball-Fabrik und werden mal schauen, wie wir hier so durchkommen. Wir müssen gegen den Typen hier kämpfen. Eigentlich nicht, wie es aussieht, ne? Aber machen wir trotzdem mal. Das sieht nicht so aus, wenn wir da hinten ja wohin können. Pidipa. Das ist auch wieder unpraktisch. Müssen wir raustauschen. Mass Rückenwind, ja, okay. Das heißt, sollte jetzt schneller sein als wir. Nö, ich weiß langsam, dass ein Pidipper ist, immer langsamer als wir. Und ein Arcani. Gut, dann tauschen wir wieder zurück, ne? Das haben wir beide Bedroher wahrscheinlich, ne? Und mein Bedroher bringt dir nichts was. Und der hat kein Bedroher. Er hat das halt Feuerfänger oder er hat eine ganz andere Fähigkeit bekommen. Ich glaube, der Kahn ist noch langsamer als wir. Mit dem Rückenwind. What? Also der ist Maskerade ultra schnell oder der Kahn ist dann mega langsam. Also im Normalfeld hier so beide ungefähr auf gleich schnell eingeschätzt. Wie schnell ist Maskelregen? Wenn wir jetzt vergleichen mit anderen Pokémon. Bist du schnell? 135. 262. Maskelregen ist halt immer langsamer als das Pokémon. Das Arcani war mit Rückenwind immer noch langsamer. What the fuck? Und mein Team ist aber, glaube ich, ist aber auch schon recht schnell. So Schweibers, Gengar. Wir haben schon ein schnelles Team an sich. Dann gehen wir hier weiter. Hier ist auch eine Sackgasse, wie es aussieht. Mit dir hier. Okay, der wurde abgeänderter Kampf. Jetzt haben wir Special-mäßiges Doppelkampf. Na, einfach ein Doppelkampf. Flammenbergs und Bahn. Aber was ist? Warum ist wieder ein Pokémon dabei? Was hat der ganz. Was soll ich denn mit einem scheiß Boden-Pokémon? Okay, machst du da wieder eine Hydro-Pumpe auf ihn? Oh ja. Einfach mal sieht, was er eigentlich auch rausfällt. Hydro-Pumpe ist manchmal so ungenau. Und wir brauchen wir Bambo. Aber ich gehe nicht jetzt davon aus, dass Flammenberg eine Feuerattacke auf Endesaal einsetzen würde. Okay, sieht Wasser vielleicht auch easy aus, okay. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich denke mal, Maskregen ist eigentlich nicht so stark, aber es wurde halt schon angepasst, es ist halt schon stärker, aber weißt du, im Kopf ist immer so Maskregen ist kacke, die Attacke macht nicht so viel Damage. Aber ist halt nicht so. Okay, aber wir haben ja erst neulich ein paar Hyperheiler gekauft. Da benutzen wir da auch nochmal einen. Wir haben ja irgendwas einfach nur Gegengift, der war ja aber beim Gegengift. Und Holzqual soll das Ding ja easy one-shot mit einer Vielfachschwäche mich hochheilen. Sturzflug. Ja, ne, aber ich kann Platz für, ne? Diese Abflugstoßattacken mache ich eigentlich nicht. Wir hätten ja immer einen Ableitip, das heißt, wir könnten das einsetzen, Gegner töten und beim nächsten Gegner wieder hochheilen. Aber ja. Da wir Fliegen haben, haben wir Fliegen. Und man weiß ja auch nicht, was der nächste Gegner reinschickt für den Pokémon. Außer, gut, ich weiß jetzt gegen den Kampfarena-Leiter, weiß natürlich, der hat nur Kampf-Pokémon. Aber ansonsten weiß er nicht, was er reinschickt, ob der jetzt Ableitip irgendwie gut kriegen ist oder nicht. Den Rückstoßattacken nicht mehr verwirrt. Der Rest liegt mit Pokéball. Ein Timerball, ja, brauchen wir auf jeden Fall. Nicht. Haben wir hier unten noch irgendwas? Ja.
Wahrscheinlich sind wir da oben. Ich hoffe, wir haben da Dings. Einfach gucken, was hier ist. Okay, hier ist wahrscheinlich nachher der Rückweg. Würde ich denn mal vermuten. Was hier? Sollen wir hier hin oder sollen wir nach rechts? Okay, hier stehen noch die Vorstand so rum, also die Mitarbeiter. Ja. Ball, Ball, Pokéball. Schon eigentlich hätte ich das immer durchgelesen, was Team Flair Leute sagen, ne? Ich hab das mal alle weggeklickt. Ja, ist auch nicht wichtig. Eigentlich ist nur das wichtig, was die Vorstände und sowas sagen von den normalen Trainer hier. Sagen eigentlich immer nur irgendein Bullshit. Wieder ein Doppelkampf. Diesmal kann ich aber mit drinnen bleiben, muss nicht austauschen. Zielwasser. Und Schwalbwasser ist wahrscheinlich schneller als Saat. Oder Waschschwalbwasser ist eben schneller als Saat? Ich hab's eben selber bei mir nachgesteckt. Ne, ist schneller als Saat. Okay. Also haben wir es ja noch drei Level höher. Kann auch das der Unterschied sein schon. Ja, trotzdem, hat gereicht auf jeden Fall. Sieht der Wasser noch? Komm, sieht der Wasser? Boom. Nächstes Mal werde ich schon noch bloß denken, wenn irgendwie so schade, dass es keine Flammen mehr hat. Dass sie die mal rausgenommen haben, aus irgendeinem Grund. Verstehe ich nicht. Sag einfach, wenn es rumsteht, seine Flammen anhaben. Ich glaube, es hat ja nur an, wenn es irgendwie eine Attacke einsetzt oder so, oder sonst irgendwann. Ich weiß ja nicht mehr genau, wie das ist. Oder ob sowas noch jemand wieder seine Flammen anhat hier. Der früher das ja dauerhaft angehabt, quasi. Okay, hä, muss ich nicht da durch? Wie doof. Bin ich ja gekommen, oder nicht? Hä? Ich bin verwirrt. Muss ich hier irgendwas machen? Muss ich mit den Leuten hier reden? Die Fundamentalisierung wurde vorangetrieben, um die Pokémon das Leben zu erleichtern. Da die meisten Leute durch die wegrationalisiert wurden, konnte die Fabrik mit anderen besetzt werden. Wenn hier alle Pokébälle stehen, können wir mit Pokémon keine Freundschaften mehr schließen. Ich glaube, ich hier nicht hinsetzen. Dein Pokémon-Team und du, ihr solltet euch eine kleine Verschnaufspause gönnen. Okay, hört mich, dass ich hier mit den Leuten reden muss, aber hey, wie komme ich jetzt gerade weiter? Bin ich doof? Du trägst keinen roten Anzug, also kannst du kein Mitglied von Team Flair sein. Aber wer bist du dann? Eigentlich spielt das keine Rolle, sagen du Team Flair, dass du einen Chaos machst. Mit dem Schalter kannst du übrigens die Richtung ändern, in der sich das Fiesmann bewegt. Aha. Mit dem Schalter. Was ist denn der Schalter? Ist irgendwo ein Schalter? Ist hier ein Schalter irgendwo? Du musst irgendeinen Schalter finden. Ah, hier, das Ding hier bestimmt. Jo. Aha. Und jetzt können wir, aber nicht von hier aus, Leute. Hier kommt hier nur wieder zurück, oder nicht? Ich muss jetzt, glaube ich... Hä? Ist das dieselbe Richtung jetzt hier bei mir? Geht ja immer noch in meine Richtung. Muss jetzt nicht in die andere Richtung gehen, wenn es jetzt in die andere Richtung gehen würde? Ja, dann bin ich hier doch falsch. Dann muss ich doch hinten am Start, wo ich hier gerade schon war. Auch gut. Ja, schön, dann komme ich hier rechts raus. Dann, ne? Ja. Den Typen haben wir ja schon bekämpft. Und der ist jetzt wieder irgendein Vorstandsmitglied drin, also schätze ich mal. Oh, oder ein paar mehr. Los, erzähl dich nicht so. Insgeheim willst du doch sicher für Team Flair arbeiten. Wenn du uns zur Hand gehen würdest, müssten wir den ganzen Pokébälle nicht alleine schleppen. Du willst gegen eine Zahlung von 5 Millionen Mitglied unserer Organisation. Bequemer geht's eigentlich gar nicht, oder? Was in der Welt geht nur in euren Köpfen vor, ihr geistigen Tiefflieger. Ich kann auch nicht zulassen, dass sich jemand alle Pokébälle unter den Nagel reißt. Ach, vergiss es. Mit diesem Tattergreis verschwenden wir bloß unsere kostbare Zeit. Ja, du hast recht. Wenn hier eh keiner zu irgendwas taugt, können wir den Laden auch gleich in die Luft jagen. Sieh an. Wen haben wir denn hier? Ein Eindringling. Eindringling? Das sagen die Richtigen. Die ungebetenen Gäste seid doch wohl ihr. Hey du, ich brauche deine Hilfe. Meine Güte, das klingt jetzt aber reichlich verzweifelt, mein verehrter Fabrikleiter. Tja, es tut mir wirklich sehr leid, aber deine Hoffnung werde ich jetzt im Keim ersticken. Okay, das heißt, dann kämpfen wir erstmal wieder gegen den Vorstand und dann wieder gegen die anderen komischen beiden Leute da wahrscheinlich noch. Also das ist ein von denen. Ja, auch ein Doppelkampf. Aber mit drei Pokémon. Das heißt, er hat noch eins dabei. Okay, wen soll Rainy jetzt hier klar machen? Also ist dagegen beide effektiv. Obwohl ich kann eigentlich mit Saat einfach einen Server einsetzen, ne? Macht jetzt bei Rainy nicht so viel Damage.
Man könnte auch gegen Flamara nicht unbedingt ausreichen, weil ich selber ja nicht Typ Wasser bin und so. Mal schauen. Ja, nicht anders, also, okay. Egal. Flamm ist, okay. Ja, geht ja noch vom Schaden, ne? Ein Arbok. Eine Medroa. Ich muss ehrlich sagen, was da beim Siederwasser auf ihr Flamara. Du hast aber einen Donnerblitz. Ah, schade. Hat ja sogar fast gereicht. Tja, ich glaube, das wird jetzt nicht mehr so viel bringen, mein Freund. Oh, hier ein Flammenwurf oder so. Komm, da hinten. Hey, hey, mach mal langsam. Du musst durch, doch für so einen erbärmlichen Verbrüder nicht gleich in die Vollen gehen. Das war ja mal ein Trauerspiel von einem Vorstandsmitglied, hätte ich da mehr erwartet. Was reg ich mich bloß auf? Na groß auf, jetzt müssen eben wir Forscher ran. Dann lass uns mal den Kampf 2 gegen eine City fertig machen. Oh, es kommt wahrscheinlich Kardem gleich, oder? Das wird wenigstens unsere Siegerchancen. Jo, war klar, dass der kommt. Das könnt ihr vergessen. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ist das etwa Verstärkung? Achso, jetzt ein Rotzlöffel mehr oder weniger, das ist doch... Jacke wie Hose. Dank unserer Kombos wird die Wahrscheinlichkeit unseres Sieges sogar exponentiell ansteigen. Da habt ihr euch wohl verrechnet. Ihr schimpft euch Wissenschaftlerin. Darf ich an deiner Seite kämpfen, Nachbarin? Da muss ich ja wohl, ne? Da wollen wir denen mal zeigen, was eine Harfe ist, okay? Also, das ist eigentlich ein schwierigerer Doppelkampf. Eigentlich ist er wahrscheinlich ja nicht so gut wie ich, so von der Theorie, ja. Von Ferno und nach Tara. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal beim Ferner noch platt. Nach Tara ist das eher die kleinere Bedrohung. Okay, jetzt bleiben wir wieder zurück. Das ist jetzt scheiße. Weil ich glaube, es wird beim Ferner auf jeden Fall Siedewasser überleben. Wegen der Dürre, genau. Danke, Kardem, das wird alles schon versaut. Gleich mit dem ersten Zug. Oh, das schreckt mir zurück. Aber trotzdem, alles versaut. Und der ist nochmal zurückgeschreckt. Geht doch nicht. Ich bin gerade erst zurückgeschreckt. Okay, was machen wir jetzt? Eigentlich müssen wir jetzt austauschen, ne? Bringt mir sonst so nichts. Manchmal können wir eh nochmal einen Donnerschlag auf Dingens einsetzen. Das heißt, an sich können wir auf Chef rausgehen, wir Fliegen benutzen. Super, mega Groschen, also abgerissen hinten aus. Ja, die sehen nicht normal aus. Das wäre mir nie aufgefallen sonst. Dann sollte man noch einen Kack-Solarstrahl sein. Das ist ja aber eine Feuerattacke, die aber mehr Schaden macht. Weil du Typ Feuer bist. Und wir die Sonne haben. Das sind natürlich falsch, Junge. So, dann heben wir mal ab. Tschüss. Das war auf jeden Fall sehr sinnvoll, hat Dürre eingesetzt, damit ich keine Wasserattacken einsetzen kann. Und hat Nostara irgendwie 5% Schaden gemacht. Auf jeden Fall sehr praktisch, dass das draußen war. Aber wir wissen mehr als 5. Ja, so 30%, aber trotzdem. So, du bist weg. Gut, das wird aber dann vielleicht mal ausreichen. Nö. Aber das ist halt selber kein Typ Kampf. Nach Tara ist halt schon defensiv gut aufgestellt.
Sonflora, ja, okay. Das mache ich ja easy weg. Aber noch ein Fliegen. Tschüss. Okay, jetzt diese sehr wichtige Attacke macht genauso viel Schaden wie Solarstrahl, ne? Davon abgesehen. Okay, gerade ist jetzt nicht so useful. Der ist die ganze Zeit bisher mit Natara beschäftigt gewesen. Wie auch nicht. Ja, gut, dann soll ich mal sagen, Fliegen Nummer 3. Ja, egal, Fliegen Nummer 3. Dann ist auf jeden Fall tot, das wäre auch so gestorben. Ja, aber auch Matrop zurück, aber das Pokémon, was nicht da ist. Das ist ja sinnvoll von dem NPC hier. Ah. Mach ich die jetzt weg? Ich mach jetzt nicht weg. Wir nehmen jetzt einfach. Der Schuss ist jetzt plus 2. Angriff. Ich hoffe mal, damit macht das halt mit den anderen Pokémon, die jetzt rauskommen, platt. Also, wir müssen halt Wasserschulken einsetzen oder so. Wieder mal Schutzschild. Und Steuerung ist ein bisschen doof, man hat dann scheiß Wasserschuriken. Ist das bescheuert oder was? Alter, ich hab einfach weiter Steuerungssieb. Ich werde nicht mehr. Macht mal, da bringt mir ja gar nichts. Muss ich einen auch verschlafen. Aber also, das ist ein schlechter Attacke eigentlich. Man geht einmal schlafen, der kriegt da Schaden über so die Runden hinweg. So nicht beenden. Der wacht dann nachher nach einer Runde wieder auf. Toll. Dann hat's das richtig gebracht. Und der hat auch einen Megastein. Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt weiter Steigerung einsetzt. Wäre schon sehr bad von dem Typen. Schmarotzer, Obwohl, das Schneiden ist voll bad eigentlich. Reicht mir eben. Das ist ja vom Angriff vom Gegner. Der Gegner ist nicht so einen guten Angriff, würde ich behaupten. Na gut. Dann schicken wir da einfach Saat raus. Futsch. Ist auch futsch. Na sowas. Das darf aber nicht wahr sein. Da sind wir aber mächtig baden gegangen. Genug, das reicht. Wir haben schon die Pokébälle, Superbälle und Hyperbälle eingesagt. Das reicht fürs Erste. Machen wir uns erstmal aus dem Staub. Auch wieder so, ne? Die haben jetzt alles geklaut, wir haben die eigentlich besiegt, aber jetzt lassen sie einfach davonkommen. Sind sie weg. Das ist einfach immer so schlecht in den Storys. Macht halt überhaupt keinen Sinn. Wofür bekämpfe ich die denn, wenn die denn einfach weggehen mit das, was sie wollten? Das ist halt so schwachsinnig immer.
eigentlich, so früher, ja, als Kind hat mich das ja nicht interessiert, so, weißt du, aber echt, so als Erwachsener, wenn du darüber nachdenkst, so, ey, wie dumm das eigentlich ist. So richtig schlechte Story eigentlich. Ihr habt mich gerettet, vielen Dank, ich stehe tief in eurer Schuld. Trotz eures geringen Alters seid ihr ganz vortreffliche Pokémon-Trainer. Gut, ich würde euch als Zeichen meiner Dankbarkeit ein Geschenk machen. Ihr könnt zwischen einem Meisterball und einem Riesenlagert wählen. Du wählst zuerst. Okay, ich nehme Riesenlagert, weißt du warum? Meisterball brauche ich eh nicht. Lieber Geld, ganz ehrlich, ich fange keinen Pokémon mehr in dem Spiel hier, also. Ach, weißt du was, ich gebe dir einfach beides. Hallo? Ich wollte das nicht beides haben. Was soll das jetzt? Das ist natürlich auch für dich. Melfgrü sagt mir, dass ihr beiden ganz genau wisst, was ihr damit anzufangen habt. Ihr seid anders als die Gauner von Team Flair. Ach übrigens, nicht einmal ich weiß, was man mit diesem Riesenarbeit anstellen soll. Dennoch, ist der fluchte Team Flair. Was befecken sie bloß mit dem Diebstahl all der Pokébälle? Also wollte ich, dass andere Leute Pokémon fangen, weil Pokémon sollen ja frei sein. So, in der Theorie halt, ne? So, schätze mal, hier durch, komme ich jetzt wieder zurück oder so vielleicht? Nee, doch. Keine Ahnung. So, da muss ich quasi noch einmal komplett wieder außen rumrennen, denn, ne? Dann müsste ich ja eigentlich wieder am Start sein. Mann, geht da hoch. Jetzt drehe ich den nämlich wieder um. Dann bin ich am Start. Hey, glaubst du, wir könnten uns jetzt mal ein bisschen umsehen? Besser nicht, das wäre jetzt unpassend. Die sind doch damit beschäftigt, das Chaos zu beseitigen, das Team Flair hinterlassen hat. Team Flair, der Name sagt mir irgendwas. Sind das nicht die Typen von vorhin, in den roten Anzügen? Ganz genau, Trovato, Team Flair. Sie haben mit Gewalt alle Pokébälle an sich genommen. Wie schlimm. Von solchen Leuten sollte man sich besser fernhalten. Recht hast du, Trovato Tomato. Team Flair ist echt übel. Was machen wir jetzt? Laut der Karte ist die nächste Stadt Frescora. Sollen wir uns auf den Weg dorthin machen? Kalem und Neko, ihr seid wirklich einmalig. Ihr seid am Längen stärker als diese Fieslinge und trotzdem konnten wir sie nicht aufhalten. Da musst du so denken, sie haben jetzt alle Pokébälle mitgenommen, obwohl wir den Kampf gewonnen haben. Hätten wir den Kampf verloren, hätten sie auch alle Pokébälle mitgenommen. Das heißt, unser Kampf war eigentlich komplett unnütz. So gesehen. Betreibt es aber bitte trotzdem nicht, okay? Bis bald. Vielen Dank. Dank dir sind alle wohlauf. Allerdings kann und darf es nicht Sinn und Zweck meines Abenteuers sein, mich immer auf dich zu verlassen. Achso, das war's einfach. Na gut, dann heißt es jetzt, der nächste Folge noch näher zu finden. Wer bist du denn? Das ist eine Holo-Log-Einmeldung. Die Geiselnahme der Pokéball-Fabrik nahe Romantia City konnte unblutig beendet werden. Der Vorfall soll keinerlei Auswirkungen auf das laufende Pokéball-Verkaufsgeschäft haben. Okay. Danke für diese Nachricht, die mir rein gar nichts gebracht hat. Jo, dann geht's in der nächsten Folge auf Richtung Frescora. Ich weiß gar nicht, wie Route wir denn überhaupt sind. 17 oder 16? Keine Ahnung, irgendwo da müssen wir ja sein. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.